choice, go fight against your fate. Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Dani Röll P und ich begrüße euch zurück zu Honkai Star Rail. Ja, wir sind hier wieder weiter in der Story von Pinakuni, wo wir hier weiter mit der Story in Pinakuni machen, wo wir uns von Pinakuni verabschieden oder vielleicht auch nicht, keine Ahnung. In der letzten Folge haben wir die meiste Zeit Topaz gesteuert, welche sich hier mit diesen die Jade getroffen hat, gesprochen von Boa Hancock, so, und die sich mit diesen alten Opa getroffen haben und die jetzt mal irgendwie entscheiden wollen, was hier so weitergeht in Pinakuni, ne? Irgendwie wollte der hier die Traumlandschaft irgendwie kaufen oder vermarkten, ne? Damit die irgendwie mal hier Profit machen können und so was alles, ne? So wie ich da verstanden habe. Und ja, wir sind jetzt hier wieder hier mit unserer bunten Truppe, ne? Mit den Trailblazern und ja, mit den Namenlosen meine ich, und sind jetzt hier hingekommen. Und warum sind wir eigentlich hier hingekommen? Weiß ich nicht mehr, schon wieder eine Woche her. Das war vielleicht eine Woche her. Ich habe die letzten Parts irgendwie so, den letzten Parts, habe ich so relativ vor einer Woche, so ich glaube am Freitag schon alle aufgenommen, ne? Wir haben heute wieder Freitag, vielleicht tue ich direkt wieder zwei aufnehmen, ne? Weiß ich noch nicht. So, offscreen habe ich Charaktere gelevelt, und zwar Glühwürmchen war schon komplett, ne? Runway habe ich auf Level 75, das war ein guter Punkt, um erstmal aufzuhören, ne? In die habe ich die meisten Erfahrungspunkte reingeballert, die man gerade pro Tag bekommt und so. Jetzt bin ich dabei, Galaga hoch zu leveln, ne? Damit ich mal wieder einen neuen Heil habe und so, ne? Jetzt gehen alle Sachen in ihn rein erstmal. Und Welt habe ich natürlich auch ein bisschen weiter trainiert, aber den werden wir noch irgendwann später nutzen. Für ihn habe ich auch jetzt keinen Lichtkegel gerade. Ich habe jetzt hier ein 3-Sterne-Ding für ihn gegeben. Ah, noch ein Charakter, von dem ich hier beim Shop irgendwie am besten den Lichtkegel kaufen kann, ne? Weil mir gehen die Dinger langsam aus, ne? Ich kriege immer mehr Charaktere, aber ich habe immer weniger Lichtkegel für die, ne? Das hier will ich mir vielleicht holen, ne? Für die Nichtigkeit. Aber der 3-Sterne-Ding ist jetzt auch nicht so schlecht. So, aber mal gucken. Was anderes habe ich gerade nicht, also kann ich ja nichts machen, ne? Und irgendwann muss ich ja die Erfahrungspunkte für die Lichtkegel reinpacken. So, ich habe was Cooles herausgefunden. Ich habe nämlich herausgefunden, dass wenn man mit... Ich habe einen kleinen Farmtrip irgendwie herausgefunden. Beziehungsweise ich habe den nachgeguckt und ich habe ihn eigentlich nicht nachgeguckt. Ich habe mich nur halt gewundert und habe dann später nochmal nachgeguckt. Aber wie es aussieht, wenn man hier durch die Gegend läuft, ne? Und auf der Karte laufen irgendwie so Gegner herum, ne? Ich guck mal, ob ich irgendwo was finde, ganz schnell, ne? Ich glaube hier, ne? Wenn man ja durch die Gegend läuft, ne? Und hier tauchen zum Beispiel Gegner auf hier zum Beispiel, ne? Wenn man in die Reihen rennt, dann kommt es da zum Kampf, ne? Da muss man irgendwie gegen eine Gruppe von Gegnern und so kämpfen, ne? Was ich herausgefunden habe, ist, dass ich bin jetzt hier die ganze Zeit hier mit am Rumlaufen, ne? Was ich herausgefunden habe, ist, Atchon hat ja diesen Schlitzer hier, ne? Und dieser Schlitzer tut sozusagen hier ja die Gegner erledigen, ne? Ohne dass es zum Kampf kommt, ne? Das haben wir ja schon ein paar Mal gesehen, ne? Habe ich ja schon ein paar Mal gezeigt, ne? Und was ich herausgefunden habe, ist, dass man auf diese Weise sogar immer noch Erfahrungspunkte bekommt. Weil ich habe das ganze Jahr, in dem ich das Spiel gespielt habe, nicht gewusst, dass man durch diesen normalen Kämpfen die Erfahrungspunkte bekommt. Weil bei Genshin ist es halt so, dass man unglaublich wenig Erfahrungspunkte kriegt. Man kriegt so, weil nicht für jeden Gegner, für jeden normalen Gegner, den man auf der Weltkarte erlegt, so kriegst du so 20 Erfahrungspunkte, ne? Und nur mal so zum Vergleich, ne? Runemei, die gerade Level 75 ist, braucht 285.950 Erfahrungspunkte. Das ist, 20 Erfahrungspunkte bringen da also nichts, ne? Und Genshin Charaktere, die brauchen glaube ich sogar noch mehr Erfahrungspunkte, ne? Weil geht dann noch bis Level 90, ne? Also ja, 20 Erfahrungspunkte für jeden Gegner, um Charaktere hochzuleveln, bringt absolut gar nicht in Genshin Impact. Außerdem dauert das ewig, weil du da irgendwie 5 Regionen hast, wo du durch die Gegend rennen musst, ne?
Und die Gegner sind auch nicht so einfach auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Von daher ist es sehr nervig, ne? Also normale Gegner dauern schon lange zu erledigen, selbst wenn du voll hochgelevelte Charaktere hast, ne? Deswegen habe ich das gar nicht erst versucht hier in dem Spiel, ne? Und außerdem ist es halt nervig, hier reinzugehen und dann irgendwie so einen Kampf zu machen, ne? Weil wenn ich jetzt hier reingehe, ne? Ich gehe jetzt hier rein, mache einen Kampf, dann dauert es natürlich noch eben dementsprechend länger, hier die ganzen Gegner alle zu erledigen, ne? Vor allem mit Charakteren, die du ja hochtrainieren willst, ne? Von daher ist es halt ein bisschen nervig, ne? Jetzt bin ich wieder hier gelandet. Buah. Und dann habe ich herausgefunden, dann habe ich was überprüft und habe etwas sehr Gutes herausgefunden. Wie gesagt, Gegner in Genshin geben so um die 40 bis 60 Erfahrungspunkte, je nachdem wie stark die Gegner sind. Es gibt so kleine, stärkere Gegner, die geben 60 Erfahrungspunkte, die dauern aber voll lange zu erledigen, ne? Und da verbrauchst du halt schon viel zu viel Zeit für einen kleinen Sandkorn voll Erfahrungspunkte, ne? Also in Genshin lohnt sich da überhaupt nicht, ne? Das ist einfach viel zu viel Zeitaufwand für absolut gar nichts, ne? So, dann habe ich hier rausgefunden, ne? Gucken wir uns mal die Erfahrungspunkte von irgendjemand an, ne? 8338, ne? Also da oben rechts sieht man, wie viel HP, wie viel Erfahrungspunkte er hat, ne? Er hat 8338 und braucht 84.000 zum Hochleveln, ne? Um Level 56 zu erreichen, ne? So, haben wir erklärt, 8338, ne? Merkt euch die Zahl. So, jetzt gehen wir mal hier rein, ne? Machen den hier, boom, Gegner erledigt, ne? Und ich habe die ganze Zeit schon immer gemerkt, ja, wir kriegen hier auf der linken Seite, sieht man immer, wie so Materialien aufploppen, ne? Die man hier zum, weil nicht zum Leveln und so was alles brauchen, ne? Und ja, aber man bekommt außerdem noch, das sind ungefähr 400 Erfahrungspunkte, die ich gerade bekommen habe, fast 500, und das ist schon ein gewaltiger Unterschied, ne? So, ich habe jetzt gedacht, man bekommt gar keine Erfahrungspunkte, wenn man Gegner so erledigt, ne? Weil halt man tut halt den Kampf skippen, ne? Deswegen habe ich halt gedacht, so, wenn man den ganzen Kampf skippt, ne, dann bekommt man halt keine Erfahrungspunkte, ne? Weil da wäre ja noch schöner, ne? Aber ne, man bekommt Erfahrungspunkte und jeder Gegner gibt ungefähr 400 Erfahrungspunkte. Also was ich gemacht habe, ist, ich bin jetzt durch alle vier Planeten gerannt und habe jeden einzelnen Gegner auf jeden einzelnen Planeten mit dieser Fähigkeit erledigt, ne? Ich habe überall auf den ganzen Planeten meine Runden gemacht, ne? Bin ja von einem Ort zum anderen gegangen. Überall sind ja immer diese lilanen Dinger hier verteilt, die Technikpunkte hier auffüllen, ne? Das sind hier, weil wenn ich jetzt das einsetzen will, dann müsste ich hier ein Item einsetzen, was ich auch hin und wieder gemacht habe. Da kannst du ja auch welche herstellen, habe ich herausgefunden. So, dann bin ich hier die ganze Zeit durch die Gegend gerannt, boom, habe diese Dinger erledigt, dann kriege ich wieder unten rechts zwei Dinger und dann bin ich wieder von einem Gegner zum anderen gerannt und mach den hier, boom, boom. Das sind jeweils wieder zweimal 400 Erfahrungspunkte, die ich bekommen habe, ne? Oh, hier ist das nächste Dingen, boom, wieder zwei Punkte. Dann laufe ich ja weiter und sehe, ach guck mal, da sind schon wieder zwei Gegner, ne? Und dann mache ich boom und boom, dann laufe ich weiter, ne? Oh, schon wieder Dinger, boom, und dann suche ich mir die nächsten Gegner und das habe ich auf jeden Planeten gemacht, auf jeden der vier Planeten habe ich das gemacht, ne? Und die sind alle nicht so klein, ne? Also ich habe das mit jedem einzelnen Gegner gemacht und habe fast alle Gegner kurz und klein gekloppt auf diese Weise, ne? Und ich habe mal irgendwie zusammengezählt, ne? Ich habe mal irgendwie, weil ich Runemay irgendwie geguckt, ne, wie viele Erfahrungspunkte sie am Anfang hat, und dann am Ende des Tages, nachdem ich damit fertig war, was ungefähr anderthalb Stunde bis zwei Stunden dauert, habe ich gemerkt, auf diese Weise kriegst du 120.000 Erfahrungspunkte. Welt braucht 84.000. Das ist also ein Level, anderthalb Level, ne? Galaga braucht, glaube ich, mein Gott, Galaga braucht 65.000. Das sind also schon fast zwei Level. Und wenn die noch niedriger Level sind, dauert das natürlich noch weniger, ne? Und ich habe Galaga auf diese Weise von Level 20, glaube ich, bis Level 51 gelevelt. Und es dauert ungefähr anderthalb Stunde bis zwei Stunden, um das zu machen. Und ich habe das seit Montag, glaube ich, wir haben jetzt Freitag, habe ich das jetzt jeden Tag gemacht. Und es hat sich echt gelohnt. Und ja, es dauert unglaublich lange, aber ich mache es nur mit den Charakteren, die ich benutze. Vielleicht
Und wenn man nicht Adschon hätte, welche hier diesen coolen Skill hat, um Kämpfe zu skippen, dann wird das natürlich umso länger dauern. Deswegen hat das da wahrscheinlich niemand gemacht, ne? Weil sonst müsste es ja durch jeden Planeten rennen. Hier müsste es die Kämpfe ja manuell machen. Und ja, das dauert dann natürlich noch mal eine Weile, ne? Aber wenn man Adschon hat, die einfach Kämpfe skippen kann, dann ja, ist das super easy und super chillig, ne? Es dauert unglaublich lange, aber man spart dadurch hier Treibstoff. Treibstoff ist hier diese Währung, das ist diese tägliche Energie, die sich alle, ich glaube, für 6 Minuten hier auffüllt, ne? Und die man normalerweise braucht, um hier alles zu farmen, ne? Damit kannst du Dings farmen, Erfahrungspunkte, Lichtkegel Erfahrungspunkte, Geld, ne? Oder hier Sachen, um die Talente von Charakteren und so hoch zu leveln, ne? Die brauchst du für wöchentliche Bosse, um wöchentliche Bosse herauszufordern, da brauchst du 30 Stück. Um Artefakte, Relikte zu farmen, also brauchst du für alles, ne? Und wenn man auf diese Weise Erfahrungspunkte sammelt, dann tut man sich sozusagen sparen, hier extra die Dinger zu spielen, was ich vorher gemacht habe, um Glühwärmchen hochzuleveln. Und ja, wie gesagt, es dauert unglaublich lange, aber wenn man das so eine Stunde, 2 Stunden pro Tag macht, was, ja, habe ich auch nicht jedes Mal Bock drauf, aber ein paar Mal habe ich das gemacht. Und da tut man sozusagen voll locker hier umsonst Erfahrungspunkte bekommen. Und so viele Charaktere habe ich ja auch nicht mehr zum Hochleveln. Ich habe wortwörtlich mehr als die Hälfte der Charaktere, die ich habe, schon auf Level 80. Das heißt, ich habe gar nicht so viele Charaktere, bei denen das noch hier der Fall sein ist. Einige sind schon auf Level 70, ne? Von daher habe ich gut herausgefunden, das funktioniert, ne? Und ja, also so sah meine Trainingssession in den letzten Tagen aus. War anstrengend, war nervig, aber man spart sich dadurch hier Treibstoff, was immer gut ist. Und ja, so sah meine Woche aus, wenn ich Zeit hatte, ne? Und ja, hat natürlich nicht jeder so viel Zeit hier für sowas. Ich habe auch nicht immer Zeit, das hier alles zu machen. Aber kann man ja so nebenbei machen. Es lohnt sich auf jeden Fall, wenn man 4 Planeten ja durch die Gegend rennt und das macht, ne? So, jetzt habe ich 12 Minuten erstmal erklärt, was hier los ist. Und jetzt reden wir mal mit unseren Leuten. Weil wir müssen ja mit unseren Kollegen reden, um zu gucken, wie es weitergeht, ne? Ich weiß überhaupt nicht, was wir überhaupt noch mal wollen. Das wäre erstmal. Genau, wir wollten ja schon abhauen, ne? Aber tun wir das auch wirklich machen? Keine Ahnung, alle reden jetzt hier schon so, oh, was für ein Abenteuer wir hier hatten, ne? Ich mach mal einen Drink. Ich nehme an, dass wir dieses Minispiel, dieses Event hat mal irgendwann am Laufen wäre. Ne? Was ist mit Galaga passiert? ギャラガーには会ってないんだ。思い返してみると、彼はいつもひっそりとやってきて、ひっそりと帰っていってたんだよね。このカウンターで私たちはどんなことでも話した。でもギャラガーがドアから出ていくとき、自分は彼のことを何も知らないことに気づかされるんだ。それほど謎の多い人だったのさ。ただ今は少し予感がするんだ。 Lass uns Getränke zubereiten. Da war ja mal ein Event, das am Laufen ist, da muss man auch Getränke mischen. Ich nehme an, das hat irgendwas hiermit zu tun, ne? Nicht über dich, fangen wir an. Ich habe mit denen geredet. Ich gehe jetzt nicht alle Sachen da durch, die gesagt haben. Die haben jeweils 4 Sachen irgendwie zu sagen. 苦いのにするか甘いのにするか今この瞬間はどっちの味の方が合ってるかな。
正しい比率で材料を配合できれば唯一無二の甘さといつまでも続く後味が楽しめるんだ。悪くない選択だね。早速作るとしようか。 Ja, so sah das Event aus. So, das war ein Event, das war von der Zeit am Laufen war. Da muss man Getränk für Gäste mischen. So, hier wird mir eigentlich vorgegeben, was ich machen muss. Da muss man erst ein Glas wählen. Du kannst erst zum nächsten Schritt zur Überbrückung gehen, wenn du die Zubereitungsschritte korrekt sind. Ach, kleiner Kelch, okay. So, nächster Schritt. Wenig Eis. Das weißt du doch gar nicht. Boom. Da muss man ja normalerweise mal gucken, so wenn ihr so Sachen miteinander mischt, dann die Gäste geben dann immer irgendwie so, weiß ich nicht, so Herzen oder Kelche vor und du musst dann irgendwie gucken, so ich brauche zweimal Süße und wenig Intensität, ne? Da musst du ja irgendwie was hier mischen, ne? Und dann unten links sieht man dann hier, was das alles wird, ne? Und ja, da war relativ lustig, aber ja, war nur ein Event, ne? Und das ist jetzt sozusagen, da tut irgendwie so ja so eine kleine Anlehnung, nehme ich mal, ne? So, aber oben links steht, was vorgegeben ist, ne? Ich brauche Traummarmelade zweimal und einmal süße Milchcreme. Oh, muss ich das umrühren? Weiß ich nicht, meine ich. Und Origami Vogel, okay. So, der Geist der Freiheit wird sich weit zwischen den Sternen verbreiten und sein Vermächtnis wird bedeutungsvoller sein als ein Hirtenlied. Extra süß, extra stark und extra sahnig. So, und da muss man ein paar Mal öfter machen, während des Events. Verdammt, ich habe vergessen umzurühren. Meine Gefühle sind nicht umgerührt. Wir stoßen auf die Namenlosen an. その余韻は僕かよりも味わい深いものになる。外の世界に受け入れられなかったからこそ、私たちはここに集まった。いつの日か、私たちの魂が同じ場所に帰ることを願って。乾杯。乾杯。 Meine Damen und Herren, lass uns an Bord des Feldspaten Lumina gehen. Ich werde mich sofort um diese Sache kümmern. Wir treffen uns später beim Pool am Heck. Bis dann, wir sehen uns später. Jetzt gehen wir mit unseren Charakteren dahin. Was machst du so in letzter Zeit hier mit? Ich bin schon auf dem Weg. Ja. Übrigens, Himiko, was machst du denn auf dem Feldspaten Lumina? Das ist momentan geil. Ich meine, Himiko und Topaz kennen sich auch, ne? Keine Sorge, ihr werdet jetzt erfahren, wenn die Eröffnungsfeier beginnt. Ich kann es kaum erwarten. Ich meine, Himiko und Topaz haben, glaube ich, beide irgendwie studiert, irgendwie zusammen, ne? Oder waren irgendwie auf der gleichen Akademie, irgendwie so was. Irgendwie so war da was, ne? So. Ja, jetzt sehen wir mal, wie viele Dinger noch da sind, ne? Wie viele Dinger noch übrig sind. Sag mir, Muse. Oh, das Narrenschiff. Oh, Mann. Wir wissen, dass Sparkle ist da, ne? Auf diesem Schiff. Vielleicht treffen wir ja Sparkle, ne? Warte mal, will ich mal mit dem Team? Ich will gar nicht mit dem Team. Ich will... Das ist mein Farming-Team, mit dem ich hier durch die Gegend renne. Und natürlich bekommen nur die Charaktere, die man hier... Wo ist denn das Team nochmal? Die man im Team hat während der Zeit Erfahrungspunkte, ne? Deswegen gehe ich halt die ganze Zeit mit den ganzen unterlevelten Charakteren da rein und mache so meine Runden um den ganzen Planeten. Ja, この最後のリンクは特別に多めに作ったの。過去は煙のように消えるけど、これでピノコニーの味を戻してくれたら嬉しい。Ich schütte dieses Getränk in meiner linken Hosentasche. Ich kann es kaum erwarten, bis Welt hier hochgelevelt ist. Ich würde ihn am liebsten auch ins Intro reinpacken, ne, in dieses Intro hier von meinen Folgen, ne. Aber da gibt es irgendwie keine Frame, die irgendwie länger als eine Sekunde oder so ist.
die anständig aussieht. Und dann sieht man, ich tue die ganzen Intros immer nur so machen, wenn irgendwie keine Schadensnummern oder so im Bild sind oder so. Bei Welts Ultimate sind halt Schadensnummern, deswegen kann ich die irgendwie nicht so in mein Intro reinpacken. Ne? Weil ich versuche so wenig Zahlen und Motive und so Sachen hier, Lebensbalken oder sich alles hier in den Intros wie möglich reinzupacken, ne? Damit die halt authentisch aussehen. Ne? Machen wir. Ich sage ihm Bescheid, er ist in meinem Team. Ich hoffe doch. Wir sehen das in Version 2.3. Und ich habe gehört, Glühwürmchen ist echt der beliebteste Charakter im Moment gerade. Oh, Jade. Spiel als Jade, nehme ich an. Also ja, Glühwürmchen ist wirklich der meistgelikte Charakter gerade. Ich glaube auf Twitter oder X. Genau, die offizielle japanische Seite von Honkai Star Rail. Irgendwie so ein Bericht von Glühwürmchen ist der meistgelikte Post ever von Honkai Star Rail. Ich glaube, sie ist der beliebteste Charakter im Moment. Finde ich gut. Wir sind erst irgendwie 5 Tage in ihren Banner. Diese Musik im Hintergrund. Erinnert mich an irgendein anderes Spiel. Ich weiß noch nicht welches. Das ist eine Crash Bandicoot Musik im Hintergrund. Das ist wie Crash Bash irgendwie. Das Party Crash Bandicoot Spiel. ところで少し気になってたんだけど、トパーズ、あなたから見てピノコニーは優良な資産だと思う？信用力と利益率が高く、将来性もある。 今回の災いを経てもピノコニーは依然として銀河でトップクラスの優良資産です。その点に疑いの余地はありません。だから、でも、あの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 、でも、あ
Ja, ich weiß schon, einige Leute drehen sowas von durch, sobald sie released wird, ne? Ja, mein Gott, die Jiggle Physics hier. Ja, einige Leute werden sowas von durchdrehen, wenn die irgendwie sie zum ersten Mal spielen und sie sehen, oh, sie hat eine Peitsche. Oh ja, please, Mommy, whip me. Oh, oh. Ich sehe schon jetzt die ganzen Kommentare von einigen Leuten. Ich meine, das Internet ist nicht wirklich. Oh, da sind die Vögel. Internet ist nicht wirklich. Ist sehr leicht. Ich habe erst zwei. Sind noch viel mehr. Was? Hier sind noch voll viele. Ja, das Internet ist sehr predictable. Also, ich weiß schon, wie jedermanns Reaktion sein wird. Ich habe mal einen Trailer von wem war es? Von Acheron gesehen. Das war ein cooler Trailer. Sie hat wortwörtlich gegen alle Stellaron Hunters bis auf Glühwürmchen gekämpft. Sie hat wortwörtlich gegen Kafka, gegen Silberwolf und gegen Blade auf einmal gekämpft. Bei Illusionen von denen oder irgendwie so was. Das war richtig cool. So. Glühwürmchen Trailer habe ich mir auch angeschaut. War auch nicht schlecht. Dann mal an Deck, Piep. Ich glaube, ich höre was. Pipi, dreh das Steuerrad. Ich bin hier der Captain. Ich habe viele Stürme überstanden und werde uns sicher in den Hafen bringen. Ich habe ganz vergessen, Leute vor meine Crew abzuwerben. Piep, piep, ein Kapitän und ein Schiff. Wie peinlich. Und dabei hatte ich mich so gefreut. Oh nein, ich spüre, wie meine Wangen ganz rot werden. Ich werde mich eine Zeit lang verstecken. Auch schon wieder. Tu mir einfach so, als wäre es alles nie passiert. Und wehe, du erzählst den anderen Vögel davon. So, irgendwo ist hier, da ist ein Ding. Dann will ich da rein. Boah. Na gut. Ich nehme an, was ist überhaupt für ein Element? Oh, Quanten. Unten links sieht man das, unten rechts. Unter Beeinträchtigung, ne? Die hat Quantensymbol. Sie ist ein Quantencharakter. Hm, ich mag ja eigentlich Quantencharakter, aber sie interessiert mich gar nicht. Da würde ich lieber für dieses Tänzermädchen ja hinsparen, welche angeblich irgendwie die Nichte von Blade ist. So, Blade ist ihr Onkel anscheinend, so wie ich da verstanden habe. Auch cool. Und sie ist irgendwie die Freundin von dem anderen Charakter, Zhang King, den ich noch nicht habe. So, Robin. Konnichiwa, Robin-san. Koko de anata ni aeru to wa omonakatta wa? Ist das Sparkle? Oh, Jade-san, konnichiwa. Chōwa Ceremonie no kaikaishiki ga kichō sekigō de okonaware. Wir wissen ja, dass Sparkle hier rumläuft, ne? Deswegen kann man jetzt hier keinen Charakter trauen, glaube ich. Jeder, ja, könnte Sparkle sein. Alle könnten Sparkle sein. So wie in ihrem Trailer. Boah, das ist so ein geiler Trailer, ne? Wie sie einfach so durch die Stadt stolziert. Und überall von ihr liegen Leichen von ihr am Boden um sie herum. Dann läuft sie an ihren eigenen Kopien vorbei, schießt die alle. So ein geiler Trailer. なんとも言えない人だって。じゃああなたは宴の星の未来はどうなると思う？一度は止まった貴重石号が再び出航するのと同じように、私は美しい夢が生まれ変わることを信じているわ。調和は新しい方向性を見つける必要がある。過去と決別しなければ私たちは 明日に向かって進めないもの。永遠の盟友も永遠の敵もいない。この取引からお互いに望むものを得られるよう願っているわ。私もあなたの歌を楽しみにしているわ。Also hat Harmoniefest immer noch statt? Nach all dem, was passiert ist? Das heißt, Sparkle kann ihren Dings immer noch durchziehen, ne, ihren Plan. Oh Mann. Wie geht's? Ja, natürlich hat sie... Die Leute werden durchdrehen, sobald die hat herausfinden. Hat sie eine Peitsche, ne? Ich sehe es jetzt schon. Kommen. Noch der alte Opa. Das halte ich von nein. Von nein, ich muss mich hier hinsetzen. Der zweiten Hälfte der Verhandlungen beginnen.
Oder Tobas? Das ist so merkwürdig, dass sein Mund sich so langsam bewegt.先ほどまでとは随分と雰囲気が違うようですが、後輩の前では良い手本を見せないといけないもの。交渉の場で無遠慮な口を聞くのは良くないでしょ。今なら腹を割って話せるわ。オーディ、知ってるかしら。過去15白期において宇宙史上の変遷を経験した商人は あなただけではないのよ。面白い。いや、ですね、ゼラン。これは面白くなってきましたな。腹を割って話すですか。いいでしょう。私は何でもオープンにするのが好きでしてね。次はどんな一手を打つおつもりなのか、ぜひとも聞かせていただきたい。残念だけど、 私はチェックメイトしてから駒を動かす主義なの。結論から言いましょう。まず第一に、あなたの計画は実現できない。ピノコニーがカンパニーを介さずに上場するなんて絶対に不可能よ。第二に、あなたはカンパニーのピノコニーへの進出を止められない。私たちには時間と方法がいくらでもある。 適切な突破口を見つけ、それを少しずつ広げて中を満たしていく。アスデナ政権は再びカンパニーの力を思い知ることになるでしょう。ファーグ最新。あなたが言ったことそっくりそのまま返させてもらうわ。あなたのメンツを守るためにも、正式な会談で非難の的にならないようにするためにも、 その絵空ごとのような計画は諦めた方がいい。面白い。実に面白い。猫をかぶったお嬢さん。よくそこまで大口を叩けますね。いいでしょう。Versuchst du euch dann verprügeln, wenn ich von allen Seiten. Man sieht einfach nur, wie Jade, Aventurine und Topaz auf den eintreten, wie in dieser JoJo-Meme。つまり全宇宙のニュースネットワークの半数以上は私たちの代弁者ということ。あなたがピノコニーの株式公開の情報を流した次の瞬間、数億人もの視聴者が次のニュースを受信することになるわ。 ファミリーによるピノコニーの保護は無効となった。無教の中で事故が起こった場合、永久的な脳死状態に陥る可能性がある。全銀河がピノコニーに注目している時に、この一つのメッセージだけで24システム時間以内にルーサン兵を価値のないものにする。それを実行する方法が カンパニーにはいくつあると思う？本当にそんなことができるとでも。私の無知は長いから、ピアポイントにいたとしても簡単にあなたの首を絞められるわ。でもその愚かな上場計画を中止するなら、カンパニーもあなたを筆頭とする当主たちの利益を損なわないと約束する。 私たちには必要な資金調達を援助することができる。まずは株式の30%を買い取ることから始めさせてもらうわ。私たちの資金が入れば、ピノコニーの安定と再建は一夜にして成し遂げられるでしょう。30%。
あなたたちが今以上に強欲にならないと誰が保証できるのです。それこそが全ての答えは誰にも保証できない。全ては自覚と尊重次第。少なくとも取締役会は当主たちのメンツに 多少は配慮するはずよ。オーディさん、あなたは賢い。わざわざこんな大掛かりなゲームをしようと考えたのは、自分のビジネスの手腕を見せつけることで。Is he indirect versuchen zu helfen oder? Sie ihn am drohen mit diesen Aktionen? 宴の星の影響力をさらに拡大させ、より多くの客を呼び込んでお金を使わせるというピノコニー上場のもう一つの目的があるからでしょう。もちろんその要求にも対応できる解決策を用意しているわ。いいでしょう。カンパニーの誠意は分かりました。ルーサン家の投資として拒む理由はありません。 ただ、アイオウ王を信仰する者として最後の答えをいただきたい。続けてちょうだい。私が子供だった頃、大人たちから古代琥珀器の話を聞きました。調和のシペは昇格し、秩序のエナは没したと。その昔、 秩序と尊厳はとても近しい関係だった。カンパニーは琥珀の王の信徒でありながら、なぜ秩序の側に立たずファミリーとの協力を求めるのですか？その答えはあなたが思っているより単純かもしれないわ。信用ポイントよ。 人々が何よりも愛する宇宙で唯一認められた Und schon lange keine Credits-Probleme mehr gehabt in diesem Spiel. Aber das ganze Geld im Universum. そうして、すべての星の発展は帳簿に記録され、明確なものとなり、あらゆる概念は定義され、評価され、交換され、流通する。その中心にある。クリフォードの信用なの。Das heißt für einen anderen Pfad. Es ist genau wie in Genshin Impact, wo Moas von Exlapis hier erschaffen wurden. Den Gott von Geo. Also wurden Credits irgendwie von einem Äon erschaffen? So, hier, habt Währung, gibt das aus. Verbreitet es. それでは教えていただけますかな。その解決策とやらが何なのか、私たちの考えていることが同じかどうか確かめてみようではありませんか。それじゃあ、さっきの話を続けましょう。トパーズ、飴を案内して差し上げて。 Also halt von klar. Die beiden irgendwie aufeinandertreffen. Odi-san, 請求列車のナビゲーターでしたか。こちらこそお会いできて光栄です。
提案の大まかな内容については皆さんすでに理解されていますよね。予定通り、この融資が終わったら、カンパニーはピノコニーの株式の 30% を保有しようと考えています。そして、そのうちの 5% を請求列車に譲渡した後、姫子さんを独立取締役として推薦します。これは今まで、7人たちが、夢の地のためにIch brauche keine Credits, aber okay, cool. Aber ja, richtig cool. Ja, wird natürlich nicht passieren, ne? Ja, aber geil, ne? Du kriegst irgendwie jeden Monat irgendwie so Credits irgendwie vorgezogen. Jetzt bauen wir einige Raketen an so einem Zug dran. Und lackieren den mit so einem Bremsstreifen. Ja, Bremsstreifen hat das. Tu mal so Flammen an unseren Zug dran malen. Dieses ganze Zukunftsgespräch über was mit Pinakuni passiert, lässt das alles irgendwie so klingen, als wäre Pinakuni irgendwie voll wichtig. So im Endgame, was ich irgendwie nicht vorstelle. Weil wenn das hier so wie ein Genshin Impact abläuft, dann ist das hier so, ah, wir schließen einen Planeten ab und dann nie wieder gehen wir dahin, ne? Weil in Genshin Impact gehst du von einem Gebiet zum anderen, ne? Du hast halt ein Gebiet abgeschlossen, na, nächstes Gebiet, ne? Zum anderen gehst du nie wieder hin, außer wenn irgendwie Events oder so am Laufen sind, ne? Weil lässt das hier irgendwie so klingen, so, ah, oh, ja, wir machen aus Pinakuni hier diesen, wir lassen Pinakuni hier so entwickeln, ne, zu diesem neuen Ort, ne, und da wird jetzt irgendwann voll wichtig, ne, wenn du irgendwann später noch mal hier hinkommst, ne, und sich alles verändert, ne. Aber kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Aber wie gesagt, in Genshin Impact ist es so, ah, du hast diese Region abgeschlossen, gut, jetzt gehen wir zu der nächsten, ne? Außer wenn irgendwie Events oder so am Laufen sind, ne, wo du dann mal da zurückgehen kannst, ne? Aber muss sich vorher zu bewegen, ja. Ich weiß nicht, warum mich das interessiert. Ah, mal schauen, wie das hier abläuft. So, was hier? So. Oh, guck mal, was für ein geiler. Das ist mal ein Fernseher, ist irgendwie. So eine Leinwand einfach dort. この件は片付いたようなものですね。残りの投手たちは彼らもきっと状況を理解するでしょう。最後の質問をした時、オーディンが代表していたのはルーサン家だけではなかったもの。正式な会談はいつ開きますか？こちらで手配しておきます。あなたに任せるわ。これからの交渉も業務の引き継ぎも全部。私は関わらないから。ジェイドさん、それは。この案件はもともとアベンチュリンが引き受けてきたもので、あなたは彼が指名したプロジェクトパートナーでしょ？あの子が遊びすぎなければ、私が表に出てくる必要もなかった。違う？私が今日ここに来たのは、一番難しい問題の解決を手伝うため。あなたならこの案件を上手にまとめられるわね、エレーナちゃん。Ist ihr Name? Ihr offizieller, ne? ダイヤモンドさんにも大丈夫だと伝えてください。Ich habe gar nicht darüber nachgedacht, ich dachte, das wäre einfach deren Name. Das Jade ist aber auch nicht ihr richtiger Name dann, ne? あなたの仕事ぶりも伝えておくから。Aber ich wollte mal Diamant treffen. Das ist ja, ich glaube, der Top Dog hier von denen, ne? Ich glaube, da ist ein Typ. Leute auspeitschen. この船の客層を見てみなさい。彼らからならきっと価値ある。Und wenn nicht, dann peitsche ich sie aus. Letztendlich führt alles darauf hinaus, dass ich Leute auspeitsche. 七夜は店主がいないと開けないから。
また後でね、トパーズ。あ、待ってください、ジェイドさん。もう一つ聞きたいことが。なら、何かしら。あの、無知ですが、あれはどこから情報を得たんですか？私が情報を見つけたんじゃなくて、情報が私を見つけたの。それは調和の未来を案じる少女から寄せられたものだった。その代わりとして、私も彼女のために何かしてあげる必要はあるけれど、それはまた後での話。私たちがピノコニーを去った後でも遅くはないわ。わかった？これが投資よ。チャンスの種は土の中に埋められていて、少し栄養を与えてあげれば根を張り芽吹く。私たちがすべきことは辛抱強く待つことなの。ちょうど私が待っている最後のゲストもそろそろこの船に乗ってくる。Das ich? Ja, bestimmt nicht, ne? Glühwürmchen. Everyone is here.Okay. Oh mein Gott, ein Pool. So entspannt. Sehr schön. Okay. Alles klar. Können wir, wo das Bona Jade Fundhaus finden kannst. Kein Problem. Oh, da sind sogar Dinger wieder. Im Gegensatz zu Aventurin Achorn, welche ihren Angriff spammen kann, wenn man mit anderen Charakteren die Fähigkeiten einsetzt, dann werden die verbraucht, die Skillpunkte. Deswegen sollte man die nicht so verballern, ne? Aber warum nicht, ne? So, jetzt können wir mal hier erkunden, was hier so ist. Eine Truhe. Ich könnte schwören, ich habe gerade März gesehen, ja. Was hat sie gesagt? Kai Taksha. Was hat sie gerade gesagt? Ich glaube, der Name des Charakters, so wie so mit dem Hauptcharakter von Genshin Impact, der Hauptcharakter in Genshin Impact wird ja mal nur als Traveler hier oder Reisender angeredet, ne? Ich nehme an, Blazer oder Trailblazer, ne? Wird hier irgendwie der Charakter genannt, ne? Ich glaube, der Name des Hauptcharakters, des männlichen Hauptcharakters, ist Kalos, und die weibliche Version des Hauptcharakters ist Stell, glaube ich. Was glaube ich, Bärsinn sind. Ich glaube, der weibliche Charakter ist etwas merkwürdig, irgendwo ein Vogel. Wegen als Stell, ne? Weil sie als Stell heißen, ne? Und es gibt das Stellare Jade und so, ne? Deswegen. Außerdem wird der Charakter ja zu einem Stellaron, ne? Deswegen Stellaron. Ich glaube, der weibliche Charakter ist irgendwie mehr kennen in diesem Spiel, ne? Aber ich weiß es nicht. In Honkai Impact Third gibt es ja nur weibliche Charaktere, ne? Da ist natürlich der weibliche Charakter kennen, ne? Und da hat hier Honkai Star Rail ist, ne? Ich habe gerade irgendwo ein Vogel gehört, aber irgendwie sehe ich ihn. Da hört ihr das? Ich höre irgendwo ein Vogel. Ich habe ihn gefunden. Da ist er. Nein, ich komme zu spät.
Dann soll ich die eben offscreen. Mein Gott. So, reden wir mit dem Express und da ist noch Robin. オーディさんと話し合って決めたの。ピノコニーに対する七人の貢献に感謝して、ファミリーの名義で請求列車に贈り物をしようって。Ist das ein Knopf? Bist du Sparkle? Wenn Sparkle mein Hauptcharakter den Knopf gibt, der wird sich sowas von nicht zurückhalten können, den zu drücken. Mein Hauptcharakter von Hawkeye Star Wars ist halt so irre. Ich höre die ganze Zeit von drin immer so ein Wutsch-Geräusch. Ich bin mir sicher, es ist alles harmlos. Fass mein Gerät nicht an. Einfach mein Gerät. Okay. Genius-Gesellschaft. Warum nicht einfach Genie-Gesellschaft? Warum ein Wort hier Englisch machen und andere nicht? Wie viele Thronen gibt es hier? Nur noch 5. Alles klar. Hey. Hihi, lieber Gast, möchtest du das Zimmer wechseln? Möchtest du irgendwo hin, wo es interessanter ist? Das Bett lang auf dem Boden ist das Kissen. Das Bett lang ist auf dem Boden, das Kissen ist an der Decke. Ich habe die Flasche Seelfroh schon vor auch für das geöffnet, um die Kohlensäure auszulassen. Jetzt sollte es nachts nicht mehr besser schmecken. Findest du nicht, dass die meisten Gäste zu langweilig sind? Es ist so öde, wenn die Bettlagen sauber gebügelt und alle Gegenstände schön angeordnet sind. Ist es nicht besser, ein paar Überraschungen zu haben? Mein Gott. Es Sparkle als Urform. Gott. Ja, ich weiß, ich rede die ganze Zeit über Sparkle. Das ist eine von Best Girls hier. Okay. Ich hoffe ja wirklich, Sparkle wird so im... Aber ich habe irgendwie so Bedenken, irgendwie, weil Sparkle kommt mir irgendwie so vor wie so ein Charakter, der so im langen, der so im Laufe der Zeit irgendwie voll wichtiger Charakter sein könnte, ne? Weil sie halt diese überpowerte Fähigkeit hat, hier sich in andere Leute zu verwandeln, ne? Warte, so, ne? Ne. Deswegen könnte ich mir irgendwie so vorstellen, dass sie irgendwie so irgendwann voll die wichtige Rolle hat, ne? Aber wenn das so wie ein Genshin Impact abläuft, ne? Dann, ja, mache ich mir irgendwie so Sorgen, so ein bisschen, ne? Es geht halt hier schon wieder los, ne? Oh Gott. Ah, okay. Weil, wie gesagt, in Genshin Impact, da gehst du zum einen Ort, ne? Und dann gehst du nie wieder irgendwann zu einem anderen Ort, ne? Weil du halt, du hast alle Sachen da erledigt, ne? Warum solltest du noch mal zurückgehen zu dem anderen Ort, ne? Da kotzt mich so ein bisschen an. Ja, Atchon zum Beispiel auch. Atchon kommt mir irgendwie so vor wie so ein Charakter, der irgendwie so im Endgame irgendwie voll wichtig sein könnte. Die kommt mir irgendwie so vor wie Mihawk aus One Piece, ne? So diese Art Final Boss Charakter, der schon am Anfang der Story aufgetaucht ist, ne? Um einen sozusagen zu zeigen, so was noch alles passieren kann in der Story, ne? Oder Maya Mihawk auch hier in One Piece, ne? Da war ja mehr oder weniger so der finale Boss. Oder war schon so ein bisschen finaler Boss-Material. Und war super überpowered zu dem Zeitpunkt, in dem der aufgetaucht ist, ne? Um halt so zu zeigen, so, ah, so weit nach oben geht es noch in der Serie, ne? Aber mir ist schwindelig, so fühlt es sich also an, wenn meine Zifferblatt einen Teil fehlt. Kein Wunder, dass ich mich nicht auf der Arbeit konzentrieren konnte. Die Füllung im Kissen muss gewechselt werden. Man kann nur süß träumbar, wenn man auf einem weichen Kissen schläft. Und jetzt werde ich dafür sorgen, dass das Zimmer dass diejenigen, die saubersten und bequemsten sind. Schließlich wollen alle einen perfekten Traum haben. Ich erinnere mich schon an die Pflichten, die mein Boss mir aufgelegt hat. Und der Sparkle hat ja die Fähigkeit, sich in andere Leute zu verwandeln, ne? Das heißt, und sie ist auch einer der maskierten Narren. Ich glaube nicht, dass sie unbedingt hier am Pinakuni irgendwie gebunden ist, ne? Also entweder sehen wir hier noch so was in der Story von ihr, oder sie wird
sie wird im Laufe der Zeit irgendwie noch sehr viel wichtiger, so, ne, im Endgame. Ich hoffe, letzteres ist der Fall. お前の宝箱は俺のものだ。誰が賭けをすると言いました。俺が言った。元気いっぱい。相変わらずだな。ごめんね。私は先にレディースイに会いに行かないといけないの。 Ich gehe meinen Weg. Ich will Truhe haben. Das ist eine typische Szene. Das ist eine typische Szene, ja, die so eine Quest irgendwie passieren kann, ja. Charakter ist so ein, ja, Hauptcharakter von diesem Spiel ist so ein, weiß ich nicht. So ein merkwürdiger, so ein einzigartiger Charakter irgendwie. Auch die ganzen internen Dialoge, die man immer hat. Und das Spiel irgendwie ja so die Sachen erklärt, so, hör mal. Du sitzt auf einem Thron gemacht aus Müll. Du fühlst dich wie der größte aller Könige. So, okay. So, weißt du was? Ich habe nämlich noch ein bisschen was hier übrig. Und zwar, warte mal, ist ja gar nicht mehr so viel, ne? Wir sind jetzt hier schon bei 36. Ne? Was? Wo kommt denn das auf einmal? Kommt dann auf einmal, ja. War noch gerade nur noch, boah. Ja gut, wir haben, bevor ich hier irgendwie in den neuen Cutscene irgendwie reinrenne und wieder hier eine 5-Stunden Cutscene kommt, ne, würde ich sagen, ob Zerren, stand Zerren gerade irgendwo, wo bist du? Aber ne, meins. Nein, ich will nicht mit dir reden, nein. Ich will da Zerren. Oh mein Gott, war schon mit mir, hast du bestimmt nicht gerechnet. Bist du nicht froh, dass du mich gefunden hast? Höre ich irgendwo Vogelgesang? Geldscheine, mich zu finden ist viel besser als irgendwelche Scheine. Ich sorge mich für eine tolle Überraschung und zwitscherte sogar. Ich verstehe euch Menschen einfach nicht. Warum seid ihr mal so besessen von Geldscheinen? Sind viereckige Papierstücke wirklich so verlockend? Ich verstehe den Reiz daran nicht. Die sind doch auch so dreckig. Ich habe mich daran die Federn spitzig gemacht. Jetzt muss ich mich putzen gehen. Nächstes Mal werde ich dich richtig überraschen. Piep. So, ja, meine Duellfeder bekommen. So, gehen wir mal hier die. So, wow, ich habe sie doch selber. Boah. So, tun wir mal hier. Ich habe ein paar Erfahrungspunkte bekommen. Geil. 21. Boah. Alles da rein. Und hier in den Lichtkegel auch, ne? Geht alles da rein. Weil ist noch voll schwach eigentlich zum Vergleich. So. Ja, keine Ahnung. Ich hoffe halt irgendwie. Es wird nicht so ablaufen wie in Genshin, wo Charaktere vorgestellt werden und dann irgendwie haben die irgendwie keine Relevanz mehr. Wo ist der Vogel, den ich hier gehört habe? Oder war der da oben? Oder ich ja immer noch? Ich höre immer noch einen Vogel. Ist der draußen? Oder ist das? Nicht zu nah rangehen. Und ja, ich hoffe aber es sieht irgendwie so aus, als würde es nicht in diese Richtung gehen, weil irgendwie gerade nicht. Charaktere tauchen hier immer wieder auf. In neuen Planeten, Silberwolf zum Beispiel ist ja auch letztens aufgetaucht. Ne? Kafka ist irgendwie auf den dritten Planeten aufgetaucht, nachdem sie vorgestellt wurde im Prolog. Ne? Blade auch im dritten Planeten. Die ganzen Stallone Hunters waren irgendwie da. Sampo hat man auch mal näher gesehen. Ne? Also dieser Typ hier, der so aussieht wie Joseph Joestar, in den sich Sparkle verwandelt hatte, um uns zu täuschen. Ne? Und ich hoffe wirklich, Sparkle ist ein Charakter, der irgendwie sehr wichtig wird. Entweder hier in dieser Story oder ganz allgemein, ne? Weil sie kommt mir auch irgendwie so als einziger böser Charakter bisher vor. Sie kommt mir jetzt nicht irgendwie so vor. Ich habe noch nicht ihre Story-Quest gespielt, aber ich glaube irgendwie, ich habe mal gelesen, irgendwie. Einige Leute haben irgendwie schon geschrieben, so, oh, Sparkle ist bisher der einzige böse Charakter, so wirklich, so. Deswegen. Hoffe ich, da wird auch noch irgendwie was draus. Acheron auch nicht. Ich hoffe jetzt nicht, dass Acheron irgendwie hier einmal kurz hinkommt und zeigt, oh, guck mal, wie stark ich bin, ne? Ich mache alle fertig, ne? Und dann taucht die nie wieder auf, ne? Weil das wäre irgendwie, weiß nicht, irgendwie sinnlos. Weil das stört mich irgendwie in Genshin Impact, ne? Wann hast du halt letztes Mal irgendwie gesehen, wie Venti irgendwie was gemacht hat, ne? Der Animo Archon, ne? Aus dem ersten Gebiet des Spiels, der hat storymäßig danach nie wieder was gemacht, ne? Und die ganzen anderen Charaktere auch nicht, ne? Jean, Barbara,
Die ganzen Charaktere aus Mondstadt, die hast du nie wieder gesehen, nachdem du Mondstadt verlassen hast, außer in Events und so, ne? Aber Events sind ja nicht, haben nichts mit der Story zu tun, ne? Und ja, hier ist ja jetzt so ein Weltraum-Fancy-Story, ne? Deswegen hoffe ich, dass hier ein bisschen mehr, dass sie ein bisschen transparenter sind, ne? So, oh, die Leute, die können hier durchs Universum reisen, ne? Deswegen würde es Sinn machen, dass einige von denen irgendwie öfter vorkommen, ne? Die ganzen Stellaron-Jäger zum Beispiel, die können ganz eindeutig durchs Universum reisen, ne? So, ich wusste, er ist irgendwo hier. Pipi, willkommen im beliebtesten Restaurant von Pinakuni. Hast du eine Reservierung? Andernfalls kannst du hier leider nicht essen. Hereingelegt, ich bin gar keine Kellnerin, Piep. War nur ein Späßchen. Hm, was höre ich da? Piep, piep, ich werde niemanden blästigen. Versprochen. Ich wollte lediglich die Servietten so falten, dass sie wie ich aussehen. Ich rühre das Essen nicht an, Piep. Jedenfalls brauchst du keine Reservierung, wenn du hier bist, um zu essen, werde ich dich nicht mehr belästigen. Tschüss, Piep. Guck dir unbedingt meine Meisterwerke an, während du auf der Bedienung wartest. Ich habe diese Servietten selbst ausgefaltet. Sind sie nicht hübsch, Piep? Kann Glühwürmchen die irgendwie nicht sehen, weil sie irgendwie die ganze Zeit irgendwie so Dialoge hat. So, hör, was war das, ne? Können andere Charaktere irgendwie die Origami-Vögel nicht sehen? Ist das hier der Fall? Was passiert, wenn ich mit dem Origami-Vogel da oben rede? Gott, der ist ja gar nicht. Ja, was soll's. Sie können sie einfach nicht hören, ne? Sagen wir mal. Ist jetzt Canon, gut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. In der nächsten Folge geht's weiter. Dann sehen wir mal, was hier Glühwürmchen ja so versuchen will zu machen, ne? Die will mit Jade reden, nehme ich an, ne? Und ja, dann sehen wir uns dann wieder in der nächsten Folge, ne? Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Hinterlasst ein Like, ein Abo und Kommentar, um den Kanal weiterzuhelfen. Jedes Like und jedes Abo hilft nämlich, ne? Habe ich das schon mal jemals gesagt? Ne, ne? Ist aber so. Gut, dann Dankeschön fürs Zuschauen und ciao.